Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ich hatte da gerade Numpad editieren. Was? Maus und Tastatur, bitte. Kampagnen. Halo Reach haben wir abgeschlossen. Oh, die Mucke, ne? Einfach geil. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Die Mucke ist einfach geil. Aber wir spielen Halo CE Anniversary. Hat 10 Kapitel. Spielübergreifende Spiellisten. Was soll das sein? Master Chief Saga. Keine Ahnung. Hä, warte mal, was war das denn? 5 beste Freunde ansehen? Okay, keine Ahnung. Wir spielen einfach von oben nach unten durch. Muss mich bei Skippo beeilen. Skippo? Skippo? Was ist denn Skippo? Ist das ein Pokémon? Aber die Musik ist einfach unglaublich gut, Leute. So, Missionen. Nee, wir machen Spiellisten. Ich weiß immer nicht, was diese Spiellisten sein soll. Keine Ahnung. Ist auch egal, wir machen Schnellstart. Auf normal, wie jedes Spiel. Oh, es geht gleich los. Oh, gar keine Auswahl an Steuerung oder so wie letzte Mal. Kartenspiel, aha. Sweatbo ist ein Pokémon. Nee, heißt es nicht Smetbo? Sweatbo ist auch gut. Oh. Ah, guck mal, da sieht die Grafik ja gleich ganz anders aus im Vergleich zum Halo Reach. Die, so eine Art Grafik hatte ich übrigens erwartet, als wir Halo Reach gespielt hatten. Und ich so, hä, das sieht ja voll cool aus dafür, dass das Spiel um die 2000 rauskam. Ja. Die Pillar of Autumn. Die, die wir gerettet haben in Halo Reach. Und da ist der Ring. Der namensgebende, glaube ich. Weil von dem Halo haben wir viel nicht gesehen bei Halo Reach. Cortana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Ist voll leise, ne? Das war ein blinder Sprung. Und sie sind... Vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. Aha. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Ja, alle. Und Cortana? Hm? Empfangen wir Sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Deep Talk hier. Star Wars! Begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Ich mache mich voll lächerlich über das Spiel, wollte ich gar nicht. Fünfter Zug, Schleusen auf Deck 11 sichern. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. Taktischen an. Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch, und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Keine Übung. Unsere Aufgabe ist es, zu Ende zu führen, was die Flieger begonnen haben. Wir verlassen das Schiff und greifen die Allianz am Boden an. Wenn wir auf Feindtruppen treffen, reißen wir ihre Köpfe ab und spielen mit ihnen Fußball. Habe ich recht, Marines? Sir, ja, Sir. Mhm, klar habe ich recht. Und jetzt raus! Ausführung! Achtung an alle! Wir greifen den Feind an. Externer und interner Kontakt steht bevor. Alle
Greenhorns, die die Allianz vom Nahen sehen wollen? Heute ist euer Glückstag. Die Sprüche sind wirklich 2000er. Wow. Gut, tauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Breche die Hülle? Huch, was ist denn mit dem? Fertig! Wolken in 5 Sekunden! Alle Systeme zeigen grün. Zyklus abgeschlossen. Oh. Wegsignal. Entschuldigung für das schnelle Auftauen, Master Chief. Es ist gerade etwas hektisch. Die Desorientierung sollte schnell vergehen. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Wir haben Sie sofort kampfbereit. Hi. Chief, bitte sehen Sie sich ein wenig um. Hab ich doch schon gemacht. Eine Kalibrierung für Ihren Kampfanzug. Mhm. Gut, ab Füße. Danke, Sir. Ich schalte Ihre Zustandsmonitore online, Sir. Mhm. Ich höre was klopfen. Ach, da oben rechts geht mein Leben vor. Lebenszeichen sind normal, kein Frostbrand. Okay, Sir, Sie können aus der Röhre kommen. Mach ich sofort, nachdem ich den... Ich kann... Ah, nein, nein, halt, stopp. Ich wollte den Sound wieder... Oh Gott. Oh Gott, warum ruckelt das denn so? Ich mache mal die Spiellautstärke wieder hoch. So, müssen wir mal sagen, ob die dann wieder zu leise oder zu laut ist. Müsst ihr mir dann sagen, nennt man das dann nicht Kopfball? verlassen Sie die Kryo-Röhre. Okay, wir sind jetzt der Master Chief. Der Namensgeber der Collector's Edition. Oder der Collection. Ich habe Ihnen die doppelte Dosis Aufwachmittel gegeben. Vertreten Sie sich hier erstmal die Beine und kommen Sie dann zu mir in die optische Diagnosestation. Alles klar, Mr. Deck Crew. Vorname Deck, Nachname Crew. Okay, die Maus ist ein bisschen sehr langsam. Wer ist die... Oh Gott, es ruckelt wieder. Ich mache mal kurz wieder Razer Cortex aus. Gut. Ah, hier, Cortex verlassen. Guck mal. Hat das jetzt ausgemacht? Ja, scheint aus zu sein. Okay. Ah, jetzt geht's wieder. Auf das rote Feld stellen. Okay. Ich weiß, sonst kümmern sich die Waffentechniker um ihre Zielsensoren schief, aber wir haben wenig Zeit. Alles klar. Schauen Sie einfach auf die blinkenden Tafeln, um sie auszurichten. Wenn Sie etwas erfassen, wechselt die Farbe. Okay, das sieht gut aus. Sir, es gibt ein paar Probleme mit der Kalibrierung. Ich werde die Sequenz Ihrer Zielsensoren umkehren, vielleicht ist es dann besser. Versuchen Sie nochmal, die Lichter anzuvisieren. Oh Gott, die haben das auf einmal einfach invertiert. Ist es so besser oder soll ich zurückschalten? Nein, zurück. Drücken Sie 1, um sie erneut umzukehren. Ja, bitte. Versuchen Sie nochmal nach oben und unten zu schauen. Soll ich es so lassen oder wieder umschalten? Nichts ändern. Okay, ich lasse die Sequenz, wie sie ist, aber Sie können sie später selbst ändern. Aber voll cool, dass Sie das so integriert haben, die Einstellung und Kalibrierung. Wir können jetzt den Energieschild testen. Folgen Sie mir zur Energieschild-Teststation. Sie können Feuer Teams, begeben Sie sich zu Verteidigungsstellungen Alpha bis Sierra. Sensoren zeigen ein Enterschiff der Allianz. Bereithalten zur Abwehr von Eindringlingen. So, was jetzt? Auf die gelbe Fläche stellen. Es ja, dauert so. Nur einen Moment. Mhm. Okay, bringen Sie seine Schilder online. Oh, ich habe keine Füße mehr auf einmal. Oh. Okay, Schilde werden als vollständig geladen angezeigt. Entladen, Sir, um die automatische Aufladung zu testen. E. Was? Ah, jetzt. Aufladung normal. Alle Anzeigen auf grün. Brücke an Kryo 2. Hier Captain Keys. Schicken Sie den Master Chief sofort hier rauf. Captain, dann müssen wir die Waffendiagnose übergehen und... Ausführung, Kryo 2. Aye, aye, Sir. Der Skipper wirkt nervös, also los. Um die Waffen kümmern wir uns später. Okay, ich lasse die Selbstdiagnose weiterlaufen. Gute Idee. Und jetzt ab zu Ihrer Eva-Gruppe, Sam. Oh Gott, Sie versuchen durch die Tür zu kommen. Sicherheit! Eindringlinge in Kryo 2! Bitte nicht! Sam! Los, wir müssen raus hier! Sam! Nein! Aber ich will erstmal Waffen. Also, ich gebe noch keine Waffen. Sie haben Sam getötet! Die Allianzschweine. Ja, dann lass mich doch durch, Mann. Allianzschweine! Springen. Alarm an alle. Entertruppen auf den Backbord-Decks 4, 7 und 12. Sein Kopf.
Sein Kopf ist zur Hälfte weg. Oh nein! Sie haben ihn getötet, ohne dass ich da war. Damn. Hätte ich mal drauf geachtet. Alter, der springt aber auch sehr energisch hoch. So, was jetzt? Wohin? Hä? Also, da ist grün. Sein Kopf, sein ganzer Kopf ist weg. Nein, der steckt im Boden. Der Sound ist in Ordnung, okay. Geht nicht. Damn. Boah, die zerstören uns. Macht auf den Salat. Sicher die Sprengtür. Los. Los. Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Was? Mach die Tür zu. Ich wurde getroffen. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe keine Waffe. Zurück! Ich bin dabei. Okay, er hat die. Cortana sagt, sie sollen auf die Brücke kommen und zwar schnell. Aye, Sir. Weitermachen, Soldat. Da ist einer. Ja, dann zerschießt ihn. Ich habe keine Waffen. Wie die kleinen Viecher. Macht sie platt. Ich muss weiter. Es tut mir leid, Leute. Oh Gott, mir fliegen gerade die Kugeln um die Ohren. Durch. Ihr schafft das, Soldaten. Ich muss schnell auf die Brücke. Oh nein. Dir geht's gut, Soldat? Du hast ein bisschen Blut verloren. Hast du viel gefressen wieder, ne? Diarrhoe und so. Mit dem geht's nicht mehr so gut. Der steckt schon mit dem Kopf durch den Boden. Der arme Mann. Na gut, gehen wir mal weiter. Okay, also tatsächlich habe ich mir so die Grafik vorher schon vorgestellt, aber... Texturen sieht schon echt nice scharf aus. Ja, ich renn weg. Ich renn weiter. Ich bin auf der Brücke. Defy the Covenant. Notice to all crew members. All unit Vitas? Must be submitted for final approval by 0700. Jeden Dienstag. Einheiten in Vita Non-Compliance. Nicht kompatibel, keine Ahnung, werden als Subjekte zum zusätzlicher Review hinzugefügt. Was? Bei Fronch Expector. Aha. Major Camarano. This notice will serve as your final reminder. Okay. Work for hire. Any job 2 weeks is easy. Have you seen my goose? He is missing. Reward offered. What? Die Henne. Wie geil ist das denn? Die Gans mit der goldenen, mit dem goldenen Ei. Wie geil ist das denn, Leute? Oh. Special Encore Performance by Ship's Band. Fist of the Unicorn. Entschuldigung, der Name alleine. Fist of the Unicorn. Featuring SPC Van Caletta on Lead Guitar and Replacement Drummer PFC Dimitrov. Rockin' your Iradinus of, was ist Iradinus? Main Hunger am Samstag um 16:00 Uhr. Dark Planetoid Rising. Aha. Sneak Preview Night, ein Film. Und ihr, guck mal! Da ist ein Dings hier. Wie heißt das? Trollface? Nee, wie heißt das nochmal? Memeface? Wie heißt denn der nochmal? Wie geil, dass die das da eingebaut haben in den AAA-Game, by the way. Trollface, ja. Oh Mann, ey. So, was haben wir hier? Cat Found. Sieht nicht nach einer Katze aus, by the way. Light Tan, Black, Grey. Female, erstmal male, aber viel dazu geschrieben, no collar, not very friendly, I think she may be scared, not house broken either, found on 75. If she's yours, call Dan, 714 irgendwas.
Okay, das Piepen geht mir gerade richtig auf den Sack. Aber cooles Easter Egg. Finde ich nice. Oh, piep, 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 piep. Warum? Die sind aber voll scharf. Da haben sie die Texturen nochmal neu gemacht, ey. Ah, die Texturen sind generell sehr scharf. Hallo? Da, ihr seid alle Zwillingsbrüder mit demselben Vornamen, ne? Ihr heißt alle Deck Crew. Hey, Deck Crew. Stell dir mal vor, du gehst hier hin so. Hey, Deck. Und alle drehen sich um. Nachname ist UNSC. Gut, wir gehen mal zu Cortana. Hier, wer bist du denn? Oh. Captain Keys. Schön, Sie zu sehen, Master Chief. Ja. Es sieht nicht gut aus. Nicht? Cortana hat alles gegeben. Wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kamm-Schiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei? Okay, vier Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Wow. Haben Sie mich vermisst? Wow. Bericht. Es muss eines der Enterkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline. Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut, neuer Befehl, Cole-Protokoll Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung. Die Erde. Ich verstehe. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Dass ich deine Augen nicht sehen kann, verwirrt mich. Aber was für eine coole KI, ne? Viel Glück, Master Chief. Ihre Architektur und die der Autumn ähneln sich sehr. Kommen Sie bloß nicht auf komische Ideen. Was? Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Wow. Wow, danke für nichts. Danke für nichts. Ich soll alles retten und du gibst mir eine leere Waffe ohne Munition? Ich würde dir jetzt am liebsten einfach mal... Setzen Sie sich in Bewegung, Master Chief. Hier können Sie nichts tun. Dein Hals guckt durch dein Hemd. Ich gehe erstmal nach vorne. Ich gucke mich erstmal um. Da ist ein Planet und da ist ein Ring. Wahrscheinlich ist das das namensgebende Halo. Ein Ring. Cool. So, was hier? Was sagen die Einheiten? Na, okay, Los, Chief. Wir müssen runter vom Schiff, bevor es vollständig überrannt wird. Ja, ist ja gut. Du rennst auch einfach nur nutzlos von links nach rechts, ne? Wie ist dein Name nochmal? Deck. Deck Crew, das werde ich mir merken. Ihr seid Zwillinge, oder? Naja, den Witz habe ich schon gebracht. Das ist aber noch so geil mit der Goose, ey. Ich nehme an, wir müssen hier lang. Hey, ist doch geladen. Er hat gerade gesagt, die ist nicht geladen. Okay, ist doch geladen. Die Marines könnten Hilfe brauchen, Chief. Tun Sie Ihr Bestes. Ja, tue ich doch schon. Schelle. Vamonos, alles klar. Zerleg euch alle. Jetzt wird es ein bisschen laut, ne? Also wir müssen die Effektlautstärke ein bisschen runterregeln. Sagt mal Bescheid, wenn es zu leise oder zu laut ist. Ist halt immer so eine Feinabstimmung. Ich glaube, das müssen wir auch durch jedes Spiel einmal machen.
sekundären Verteidigungsstelle zurückziehen. Diese kleinen Viecher sind eigentlich voll niedlich. Die haben sich dann verschätzt. Nix wie weg hier. Was? Der hat ja geredet. Der hat ja in unserer Sprache geredet. Raus, damit ich dich sehen kann. Mit E nach, mit Wechsel, mit 1 Wechsel hätten sie E. Aber die haben die Buttons hauptsächlich gleich gelassen. Okay. Ich gucke mich erstmal um. Hast ja gerade gezogen, den Schlitten, dann ist sie geladen. Ja, ach so. Ich dachte, der hat keine Munition. Das meinte er mit ist nicht geladen. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, was er meint damit, die ist nicht geladen. Okay. Ja, sorry, mein Fehler. Hätte ich auch drüber nachdenken können. Hier ist kein Schwein. Na, dann geht doch weiter. Was? Was war das? Ich glaube, Leben. So. Wo sind die Allianz-Schweine? Los. Leg dich schlafen, Junge. Da, ein Mark 5. Er muss hier irgendwo sein. Vom Teufel, hat uns da gerade was getroffen? Teams auf Deck 5 bis 9 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Tempo, zurück zur Luftschleuse. Yo, auf geht's, Männer. Folgt mir, ich weiß, wohin es geht. Alter! Baby, Alter, die Sprüche sind so 2000. Was ist das? Sie benutzen die Luftschleusen der Rettungskapseln, um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht dumm. Das war ein Energieschild irgendwie. Ich sehe nichts. Kann ich die eigenen eigentlich erschießen? Geht das mittlerweile? Was ist los mit dir? War nicht mit Absicht, war ich nicht, war ein Gegner, war ein Böser. Huch. Was? Ja, guten Tag, ich würde gerne Deckcrew melden, er hat mein Eis geklaut. Welchen Deckcrew meinen Sie denn? Aber wirklich. Hier ist zu. Was? Ach, hier. Ah, 4 ist Taschenlampe. Ich umrunde sie. Ciao. Alter, passen aber viele Kugeln in die Knifte. Sieht aber schon hässlich, die Typen. Muss sie mir mal angucken. Dass die Animation immer so ist, dass sie auf dem Bauch landen, finde ich auch ein bisschen witzig. Was mit euch? Darf ich da mal rein? Danke, ich habe... Keine Absicht. Keine Absicht, schieß mir aber erstmal ins Kreuz. Okay, nichts Neues hier. Okay, jetzt ist auch die Musik ein bisschen laut. Jetzt ist alles ein bisschen laut, so ein bisschen gefühlt. Fahren wir hier nochmal ein bisschen runter. So, ihr sagt mir, wie gesagt, Bescheid, falls da nochmal irgendwas zu leise ist oder nicht. Ja, lass mich doch durch, Mann! Sperrfeuer! Ja, Sperrfeuer. Geh mal nach vorne, was hältst du davon? Kann man die Dinger in die Luft jagen? Nee. So, auf geht's. Ich umrunde sie. Nein, ihr habt die getötet. Ein Mark 5. Also ich bin anscheinend irgendwie so eine Elite-Truppe. Mach mal platt. Hammes Alien. Oh, der ist nur schlafen. Das ist alles nur Schlafmunition. Nichts anderes. Mal,
schlafen, Junge. Ich wollte eben hier links mal gucken. Hier gibt es nämlich wieder irgendwie Schildgedöns. Hä? Jetzt geht das nicht mehr. Irgendwie strange. Das ist mal unser Schild oben rechts ist rot. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Das ist ja auch witzig. Wenn man mit der Taschenlampe... Ja, da, nee, das ist... links des Dings, ne? Das Display. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube, das soll so nicht sein. Lul. Okay. Oh. Oh nein. Oh. Ja. Sagte derjenige, der von überall herkommt. Die Viecher, Mann. Die Schelle. So mal, Junge. Was hätte er mit dem Scheiß auf mich geschossen? Eieieiei. So, jetzt habe ich vollends die Orientierung verloren. Wo muss ich hin? Jetzt habe ich vollends die Orientierung verloren. Hier lang wahrscheinlich. Ah, das sieht gut aus. Allianz-Truppen im Gange bei uns. Ja, dann gehen wir da hoch. Warum denn erst von unten nach oben schießen, wenn man hochgehen kann? Mann. Ach, der ist schon down. Geht's nicht weiter? Der war noch am Leben, der Arme. Was? Sperrfeuer! Alpha und November, begeben Sie sich zu den nächstgelegenen Evac-Stationen. Haben wir. Ich glaube, ich muss. Und, ah, dahin muss ich. Ich werde sterben! Nein, du gehst nur schlafen. Nimm doch mal das, Junge. Hier, guck mal, hab was für dich. Wir schlafen. Oh, da sind noch mehr Viecher. Schon wieder irgendeine Errungenschaft freigeschaltet, wo ich nicht weiß, was ist. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Die kommen nicht wieder. Nicht? Na gut. Und gleich nochmal. Jawohl. Bist schon weg gewesen? Vorsicht, könnte überall. Ach, krass. Sein. Willkommen zurück. Was? Woher kommt der denn her? Bereit machen zum Verlassen des Schiffs. Kampfteams, Eindringlinge aufhalten, bis das Kommandopersonal weg ist. Hat der mich erschreckt? Die Rettungskapseln starten. Beeilung. Gar nicht viel, Biesi. Die haben gerade erst angefangen. Ich kann nicht sprinten. Ich glaube, es gibt kein Sprinten in diesem Spiel. Sie zerstören die Rettungskapseln. Die wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Ring schaffen. Achtung, Sprengtüren werden geschlossen. Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem NAV-Punkt, er führt Sie zu einem Ausgang. Okay, hier. Navigationspunkte werden für Evakuierung. In die Richtung und Entfernung wichtiger Ereignisse und Ziele. Okay. Ah ne, da geht's ja nur zurück. Bisher noch nichts. Wir sind jetzt mit der Pillar of Autumn am Ring angekommen. Das noch nicht den Namen Halo bekommen hat, obwohl ich mir vorstellen kann, dass das halt namensgebende... Ich erfasse Allianztruppen außerhalb der Gänge. Okay. Aktiviere Bewegungsverfolgung. Suchen sicheren Ausgang. Ja. Ah, wir haben jetzt ein Radar unten. Also gehe ich davon aus, dass das mit dem namensgebenden Halo zu tun hat. Wir wurden jetzt reaktiviert als Master Chief und sind jetzt auf dem Weg nach draußen. Das klappt nie, wir müssen woanders lang. Bewegungsverfolgung zeigt nichts. Moment, wir müssen durch diese Tür, aber sie ist durch eine Explosion beschädigt. Analysiere.
Die Türsteuerung ist offline, aber die Tür ist schwer beschädigt. Es sollte kein Problem sein, die Tür mit ein paar Schlägen mit den Waffenkolben zu öffnen. Also doch. Mit Q-Nahkampfplan. Das hat er nicht kommen sehen, der Junge. Na gut. Damn. Gute Nacht. Hätte eh nicht drum herum gehen müssen können. Irgendwie umrunden, aber na gut. Der spielt sich der Master Chief. Wir können alles zerlegen. Was ist das? Food. Turkey Dinner. Hamburger Dinner. Cheeseburger, Hotdog, Meatloaf. War das nicht ein Sänger? War Meatloaf nicht ein Sänger? Chefs Special. Dann haben wir Drinks Cola, Lemon, Lime, Limonade, Orange, Water, Soda. Dann haben wir noch Iced Tea, Hot Tea, Coffee, Cappuccino, Hot Chocolate und Chef's Surprise. Ich will nicht wissen, was Chef's Surprise ist, bitte. Kriege ich auch was? Für mich halt verarscht hier. Gib mir was. Wie unfair. Jetzt habe ich mich so aufs Essen gefreut. Moin. Oh nein, Sam! Okay, ich kann hier nicht durchschießen. Aber der Rote da ist ein neuer Typ. Die Allianz wollte sie wohl beim Nickerchen überraschen. Ah, Pustekuchen, Freundchen. Master Chief, USNC, Petty Officer, John. Wir heißen John? 117. Life Support System, Dialog, Calculation, bla bla, Tag 05. Okay, nichts Interessantes, definitiv. Heart Rate Monitor, Diagnostik. Ich bin doch gar nicht mehr drin. Wie kann da mein. Na egal. Irgendwas anderes Interessantes? Aber cool, wir heißen John. John 117 heißen wir. Na gut. Ey, das ist ja cool mit den Lichtern hier drunter. Mega, mega nice. Was ist hier? Ah, nein. Unavailable ist ein anderer Officer. Dann waren wir das vielleicht doch nicht. UNSC Petty Officer. Linda 058. Wer ist denn Linda? Cryo Chamber Status nicht available. Nee, doch, Master Chief John. Petty Officer Linda. Also auch noch eine Frau anscheinend. Okay, das sollte sich jetzt nicht so abwertend anhören, aber auch eine Frau noch hier am Start, meine ich. So war das gemeint. Na gut. Gefechtsteams auf Deck 5 bis 9 zur sekundären Verteidigungsstelle 15. Was ist da denn explodiert? Hier explodiert gerade einfach mal alles. Vielleicht, weil ich drauf geschossen habe. Okay. Darf ich einfach nur nach Hause? Oder raus? Okay. Ah. Moin. Leg dich mal schlafen. Jetzt kann man die sich mal vielleicht. Die sind schon hässlich, ne? Decks 1 bis 4, sofort zu den Evac-Stationen. Evac-Station heißt Evacuation. Das ist ein Kurzwort für Evacuation. Die Schäden an den Aufbauten sind beträchtlich. Ich weiß nicht, ob das die Orte noch lange mit. So. Wo muss ich denn hin? Durch. Was auch immer hinschießt. Weg da.
Schulter. Ich weiß nicht mal, wohin ich gehe. Pio, 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 pio. Pio, pio. Jetzt macht's nicht mehr pio, pio, jetzt macht's ratter, ratter, Junge. Geh schlafen, habe ich gesagt. Okay, da gehe ich jetzt mal nicht hin. Granaten, ja, geilo. Hier, friss das. Ich hab da noch ein paar. Ich hab genug Granaten, ne? Ja. Jetzt gehe ich aber erstmal wieder zurück, weil ich immer noch nicht weiß, wohin ich muss. Ich habe bald keine Munition mehr, ne? Kann ich Munition von den Soldaten nehmen? Oh. Ach nee, 310? Oder 31? Nee, okay. Ich habe 31 gelesen, aber das waren 310. May, die Killerin? Was hat May damit zu tun? Ach, May hat vielleicht gerade zerfetzt. Jetzt habe ich es gelesen. Hier lang? Von hier komme ich gerade, oder? Nee. Macht ein Nickerchen. Eine Rettungskapsel ist noch oben. Schnell an Bord, bevor sie startet. Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Okay, wir waren... Hau rein. Aye, aye, Sir. Alter, die Sprüche sind so 2000er, ne? Finde ich aber auch irgendwie cool. Geh auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Seht. Oh, das müsste ich mal einrichten, tatsächlich. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Keys fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Atmosphäre auf einem Ring. Interessant. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Angst. Daumen drücken. Sie haben welche. Wow. Cortana, ey. Daumen drücken. Sie haben welche. Die Sprüche. Suchen Sie nach überlebenden Marines und helfen Sie im Kampf gegen die Allianz. Aber wir was... Wir sind so schnell. Fehlerloser Cowboy. Scheiße. Bremsklappenausfall. Viel zu früh. Wir schmieren ab. Alle festhalten. Nee, Chief? Eigentlich nicht, Yoshi. Chief, hören Sie mich? Ja, gerade so. Endlich. Sind Sie okay? Können Sie sich bewegen? Oh nein, Soldaten, ihr seid in eurem Sitzen gestorben. Ihr armen Männer. Habt ihr Munition für mich übrig? Nichtslose Säcke. Oh, der Pilot ist auch tot. Du armer Mann. Okay, ciao. Oder Frau. Die anderen. Der Aufprall. Wir können nichts mehr tun. Keiner hat überlebt. Nicht einer. Was ist das eigentlich? Munition oder sind diese Säcke? Munition ist es, okay. Hat dich keiner überlebt? Ach, armselig. Ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Wir sollten uns in diese Hügel dort zurückziehen. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Wir sind von da. Wow. Das sieht ja mal cool aus. Okay, also,
Erstmal, Yoshi, deine Frage. Nein, nicht alles hat eine Atmosphäre, logischerweise. Der Mond zum Beispiel hat keine Atmosphäre. Also unser Mond. Das sieht so cool aus.